Sind Sie in Ihrem Leben schon mal an den Punkt gekommen, wo Sie sich sagen, Junge, besser kannst du gar nicht mehr aussehen. Und besser kannst du dich gar nicht mehr fühlen. Und besser kannst du es gar nicht mehr machen. Aber das kann doch nicht alles gewesen sein. Happy Birthday. Mitch Robbins ist 39 und noch nicht am Ende. Aber er fühlt sich so. Überall da, wo ich ein paar Haare haben will, verabschieden sie sich. Dafür habe ich 4 Löckchen auf dem Rücken entdeckt. Langsam sehe ich aus wie die Fliege. Irgendwas fehlte ihm. Aber was? Zeig ihm den Prospekt. Es ist der Wahnsinn. Seine Freunde hatten die Lösung. Wir 3 machen 2 Wochen lang bei einem Viehtrip mit. So mit Kamera und Jeep? Aber nein, da läuft noch alles so ab wie in guten alten Western. Das ist genau das Richtige für dich. Mach da mit, damit du endlich mal wieder was zu lachen hast. Willkommen auf der Stone Ranch. Ob ihr es wollt oder nicht, aber in den nächsten 2 Wochen knete ich euch zu richtigen Cowboys. Mir tut der Hintern schon vom Zusehen weh. Na, was sagst du jetzt? Du siehst toll aus, umwerfen. Kennst du eigentlich John Wayne? Der härteste Typ, den ich jemals gesehen habe. Der hat irgendwas von der Satteltasche mit ein paar Augen. Treibt sie raus! Hallo Curly, heute schon jemand gelyncht? Der Tag ist noch lang. Jetzt kommt endlich mal Freude auf. Ich mache euch einen frischen Kaffee. Haben die was gegen Kaffee? Sie brechen aus! Großstadtmuffel. Diese Kuh kriegt Nachwuchs, dann krieg ich mal rein und hol das Kalb raus. Das stand aber nicht im Reiseführer. Diesen Sommer wollten... Billy Crystal. Na, wie habe ich das hingekriegt? Ich habe ein Kalb bekommen. Daniel Stern. Erst verliere ich meine Frau, dann meinen Job. Und kaum scheißt man einmal in die Büsche, kriegt man auch schon Pickel am Arsch. Und Bruno Kirby. Ich sterbe. Oh Gott. Abwechslung in ihr Leben bringen. Weißt du, was das Geheimnis des Lebens ist? Nein, was? Das hier. Ihr Finger? Nur eine winzige kleine Sache. Was für eine winzige kleine Sache? Junge, das musst du selbst rausfinden. Das will die Herde Herde sein und hauen wir hier ab. Ein Cowboy lässt seine Herde nicht im Stich. Du bist kein Cowboy, du hast einen Lebensmittelladen. Heute ist Ruhetag. Ich hab die Schnauze voll. Manchmal muss man erst nasse Füße bekommen. Musste ich erst 39 werden, um hier im Fluss blinde Kuh zu spielen. Um zu lernen, wie gemütlich ein Sattel sein kann. Vor 2 Wochen wart ihr noch Großstadthelden. Jetzt seid ihr richtige Männer.